Willkommen jetzt zurück zu Cake TV Uncut. Nur so nebenbei, ich esse gerade, weil ich mal hab gar nicht noch Fußballtraining, ich muss jetzt essen, sonst kann ich gar nicht essen. Und ja, wir gucken jetzt hier von Sascha, Scam um jeden Preis. Jenkos fragwürdige Finanztipps. Ich hoffe, dass ich mich bei ihren Ohren zurückhalten kann und nicht den TJ mache. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Mit eurem verschollenen Girl. Ich war im Urlaub. Die Instagram-Zuschauerschaft unter euch weiß Bescheid. Und falls ihr up-to-date bleiben wollt und mich auch mehr als einmal die Woche sehen wollt, keine Garantie, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen und natürlich auch hier ein Abo dalassen. Da ich aber eine Woche Pause hatte, habe ich jetzt finanzielle Einbuße und muss jetzt dringend wieder zu Geld kommen. Und zum Glück hilft mir da Jenk, denn neben seinen dubiosen Gewinnspielen, wo man Ich mach dich reich Millionären folgen muss und seinen Bildern von seinem stahlharten Körper kann der Körper er ist wirklich noch gut, ne? Mehr. Noch mehr fragt ihr euch ja. Nämlich finanzielle Tipps geben mit Hilfe einer Seite, über die er gestolpert ist. Ich bin gerade auf eine sehr interessante Website hier gestoßen, die ich euch einmal ganz kurz vorstellen. Ich bin auf diese Seite gestoßen, deswegen ist das auch Werbung. Möchte. Ihr wisst ja, dass ich mich mit dem Thema Finanzen sehr gerne auseinandersetze und dafür ist das eine wirklich sehr coole Seite. Einfach mal auf den Link klicken, denn da kommt ihr dann zu Dimoma. Hier könnt ihr zum Beispiel zu der Rubrik Mindset, Geld verdienen, Geld sparen, euch einige Videos anschauen. Es wird auch noch einiges kommen. Bleibt dran, ich werde euch auf jeden Fall die Tage noch mehr davon berichten. Und wir gehen jetzt hier auf einfach mal auf Mindset. Und dann seht ihr hier auf der Seite ganz viele Punkte, zum Beispiel hier, wie setze ich mir Ziele? Und dann könnt ihr euch dazu schon mal ein Video anschauen. Also klickt unbedingt mal auf den Link. Und dann kommt ihr zu der Seite. Tatsächlich hat euer Girl Sascha den Link mal geöffnet und sich die Seite näher angeschaut, denn die Seite ist tatsächlich recht interessant und vor allem, wer eigentlich hinter der Seite steckt. Zunächst verspricht die Webseite aber viel. Entdecke Wissen, veränder Leben. Tauche ein in eine Welt des Wissens, der finanziellen Stabilität und der persönlichen Weiterentwicklung. Bei Dimoma entdeckst du geballtes Know-how, praktische Hilfestellung und bahnbrechende Einsichten, die dein Leben verändern werden. Bahnbrechende Einsichten, Leute. Merkt euch das. Starte noch heute und gestalte eine Zukunft, die nicht nur dir, sondern auch anderen zum Erfolg verhilft. Auf dieser Webseite werden Online-Kurse angezeigt, die einem versprechen, das Leben zu verändern. Es ist ein Abo-Modell, welches man 3 Tage lang testen kann. Jedoch sind in den ersten 3 Tagen nicht alle Inhalte freigeschaltet. Jedoch wird eine gewisse Vorschau gegeben, um was es sich bei den Inhalten handelt. Was ist Mindset, wie man Entscheidungen nehmen könnte? Und so wie ich das verstanden habe, werden nach und nach immer mehr Inhalte hochgeladen. Zumindest verspricht das die Instagram-Seite. Das Abo-Modell kostet aufgerundet 15 Euro im Monat. Wenn ihr jetzt auf diesen Link hier klickt, könnt ihr anstatt 14,90 Euro nur 9,90 Euro ein Abo abschließen. In den Videos sieht man einen jungen Mann, der einem Tipps geben möchte, wie man das richtige Mindset... Dennis Los kenne ich sogar irgendwoher. Ich glaube, der war auch bei diesen Gewinnspielen am Start, ne? Mindset bekommt. Wir gehen jetzt hier auf einfach mal auf Mindset. Geld verdient, aber auch Geld spart. Kann. Die Tipps sind hier so banal wie der Seitenaufbau selbst. Thema Mindset besteht aus Zielsetzungen, Titeln wie Warum Veränderungen sehr wichtig sind für dein Leben oder ein Punkt namens Dankbarkeit. Sei dankbar, weißt du, du gehörst zu den reichsten Prozent hier. Du hast ein Dach über dem Kopf, so klar, du hast jetzt 15 Euro weniger, aber sei einfach dankbar, du Mist. In einem anderen Video erzählt der Hauptprotagonist 5 Minuten lang über Walt Disney und alles erzählt er möglichst langsam. Vielleicht kennst du Walt Disney. Der hat es ja auch geschafft. Aber vorher musste er alles auf eine Karte setzen. Weißt du, was das heißt? Du bist nicht Walt Disney, aber zum Glück hast du diesen Kurs, der dir zeigt, wie man Walt Disney wird. Den Finanztipps wird es nicht besser. Wie gesagt, einige Inhalte sind davon nicht freigeschaltet. Die Qualität lässt sich erahnen anhand der Videos, die freigeschaltet sind. Ein freigeschalteter Tipp ist der Hinweis auf den Beruf eines Mystery-Shoppers, den man ja theoretisch nebenbei machen kann. Hierbei verlinkt er eine PDF mit Links von Agenturen, wo man sich bewerben kann, wobei diverse Links gar nicht funktionieren. Und auch der Rest ist eher dünn, aber es gibt auch andere Tipps, wie man Geld sparen kann. Und zwar, Leute, kocht doch einfach selber. Und darauf weist Julienko auch in seiner Story hin. Ich habe euch vor ein paar Tagen ja schon von der Website Dimoma berichtet und dass ich die Finanztipps auf dieser Seite sehr cool finde, gerade was das Thema Geld verdienen, Geld sparen angeht. Und heute habe ich hier mal das Thema Geld sparen etwas näher mir angeschaut. Moment, ich drehe die Kamera mal. Es lohnt sich also wirklich einmal vorbeizuschauen, denn auf Dimoma habt ihr jeden Monat neue Videoinhalte. Neben leckeren, tollen Gerichten gibt es natürlich auch andere tolle Features. Und ja, wenn ihr jetzt auf diesen Link hier klickt, könnt ihr anstatt 14,90 Euro nur 9,90 Euro ein Abo abschließen. Spaghetti mit Tomaten. Tomatensoße, Chili con Carne oder eine Gemüselasagne. Und beispielsweise die verwendeten Bilder findet man auch so 1:1 im Internet mit teilweise sogar Rezepten, die fast 1:1 sind. Wie gesagt, kostenlos im Internet. Fast 15 Euro für einen Tipp, dass man... Ja, vor allem, also ich weiß nicht generell, Mindfreak, Dankeschön für den T1-Star, 50 Monate, heftig. Also ich finde jetzt allgemein für so Essenssachen Geld auszugeben, finde ich, ist sowieso
wirklich maximal idiotisch, weil du kannst halt heutzutage wirklich alles bei Google eingeben, wenn ich jetzt eingebe, sehr günstige Gerichte, dann wird safe 25 günstig, die 25 günstigsten Gerichte unter 5 Euro. So, da habe ich halt direkt 25 Gerichte, die weniger als 5 Euro kosten, so. Und es ist ja super leicht, da ranzukommen. Warum sollte ich dafür Geld ausgeben? So, check ich nicht, besser Alter. Zu Hause kochen sollte und die Sachen vorkochen sollte. Das ist ein Tipp, den man bei Punkt 12 auf RTL kriegt. Brauche ich dafür einen Kurs, den mir Julienko empfiehlt? Ich weiß nicht. Nebenbei sieht man auch Rezensionen von Kunden, die wie Stockfotos aussehen. Aber ich will hier natürlich nichts unterstellen. Und diese sprechen davon, dass diese Videos wirklich bahnbrechend waren und ihnen dabei geholfen haben, ihre Schulden abzubauen. Schulden abbauen, indem man Geld ausgibt für Kurse. Also der Typ ist nicht Peter Zwegert, ne? Und diese Tipps sind jetzt auch nicht bahnbrechend. Das ja, diese Bilder sind halt wirklich, weißt du, das habe ich mir auch gerade gedacht, wie offensichtlich kann das halt sein? Also ich meine, ja, alle drei sind hinter einem Greenscreen anscheinend erstmal und haben dann alle einen anderen Hintergrund einfach. Und auch fast immer oder schon auf jeden Fall relativ passend zu dem, was die anhaben. Und weil, was soll das Ad hier überhaupt sein? Ist das Instagram? Ist das Twitter? Oder wo kommt diese Bewertung denn überhaupt her? Seite, die erst am 24. August online ging. Instagram ist hier leider meine einzige Quelle, was das Datum angeht, denn leider kann ich nicht nachverfolgen, wann die Firma gegründet wurde, weil sie keinen Sitz in Deutschland hat. Die Seite an sich ist recht oberflächlich, meiner Meinung nach sogar sehr billig aufgebaut. Zumindest die Punkte, die ich sehe und die auch angeteasert werden. Und das bringt mich und meinen Sieger-Mindset nicht voran. Und deswegen stelle ich mir die Frage, was macht denn die Seite so besonders, dass selbst Julienko sich seine Finanztipps von da holt? Betrieben wird die Seite von einem Herrn namens Dennis los und ist gemeldet in Dubai. Besonders beliebt, weil es da gewisse Freihandelszonen gibt, wo man eine Firma gründen kann, ohne einen Wohnsitz zu haben und ohne dass die Kunden von dort sein müssen, aber man dennoch von den steuerlichen Vorteilen von da profitieren kann. Dubai, Dubai, Dubai! Ja, Dubai. Ah! Glücklicherweise wohnt aber Dennis Loos in Dubai. Aber wer ist denn Dennis Loos und was macht ihn so besonders, dass Julienko für seine Seite wirbt? Wenn man ihn googelt, bekommt man nicht viele Infos. Sein Instagram, eine eigene Folge in der ARD-Mediathek, dazu kommen wir noch. Und auch eine eigene Website, die übrigens bei mir als nicht sicher markiert wird. Dennis Loos betitelt sich auf seiner Seite selbst als Businessman und Entrepreneur. Kurze Frage, wie kann man zu 93% Bestselling-Autor sein? Das Buch vom Bestselling-Autor trägt übrigens den Namen Instaguru, endlich mehr Reichweite auf Instagram und hat seit dem Erscheinungsdatum 2018 ganze 26 Bewertungen. Junge, er ist ja ein richtiger Bestseller-Autor hier. Und eine durchschnittliche Bewertung von 3,7 Sternen. Mein Lieblingskommentar zum Buch ist ein Stern, traurig, schlecht. Es ist bemerkenswert, dass einer der Autoren seinen eigenen Instagram-Namen auf der Rückseite falsch geschrieben hat. Oh Mann. Den Mann kann ich leider nicht beurteilen, ich habe das Buch nicht, weil ein Zehner dafür. Hallo? Das ist ja fast schon ein ganzer Monatskurs. Dann gab es noch eine überarbeitete Version des Buches, welches dieses Jahr rausgekommen ist im Februar. Und die Rezensionen dazu waren noch vernichtender. Teilweise wird das Buch mit den Worten beschrieben, das Buch ist dermaßen schlecht, dass einem die Worte fehlen und Abzocke. Ich meine, er ist ein Social-Media-Experte. Ja, okay, er verliert. Junge. Ja, das Ding ist, er hat seine Reichweite halt, ich bin mir ziemlich sicher. Tut mir leid, falls ich ihn hier, falls das falsch ist, aber ich meine, der hat seine Reichweite auch durch diese ganzen Instagram-Gewinnspiele bekommen. Da kriegt man natürlich dann in einem Monat super viele Follower, aber wenn dann halt kein Gewinnspiel ist gerade, dann verlierst du natürlich einfach welche, weil die Leute entfolgen dir logischerweise wieder, ne? Die haben ja gar keinen Bock auf dich. Und ja, ich finde es halt, also ich finde es auch, also erstmal von Julienko finde ich es erstmal halt super traurig, dass er sowas überhaupt bewirbt. Das habe ich ja schon öfter gesagt. So, weißt du, Julienko ist so mehrfacher Multimillionär. Der hat safe komplett ausgesorgt bis an sein Lebensende. Ich glaube, seine ganze Familie hat über 8 Generationen wahrscheinlich ausgesorgt. Warum muss man dann so einen Schwachsinn bewerben? Also es ist ja auch nicht so, dass Julienko keine vernünftigen Placements bekommen würde. Er ist jetzt ja nicht Kuchen-TV oder so. Deswegen verstehe ich das halt noch weniger, dass man so eine Scheiße bewerben muss. So, und ja gut, Dennis Loos, der ist anscheinend einfach so ein Typ, der einfach gerne Leuten das Geld aus der Tasche nimmt. Ich glaube, da müssen wir moralisch gar nicht reden. So, aber so, ich finde es halt schade, weil guck mal, so heutzutage, ich meine, so Tipps zum Beispiel mit Geld sparen und so, da kann man ja wirklich schon, also das ist halt einfach heutzutage ein wichtiges Thema, gerade wo weniger Leute oder immer mehr Leute weniger Geld haben. Aber dann so den Leuten da aus der das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem die sich da so 10-Minuten-Videos am Tag angucken sollen und dann irgendwie motivierter sind, irgendwas zu machen,
Also offensichtlich funktioniert das ja einfach nicht. Es kann ja gar nicht funktionieren. Ganz ehrlich, dann holt euch lieber ein Blinkist-Abo für irgendwie 10 Euro im Monat oder so, wo es tausende Sachbücher kurz zusammengefasst gibt. Da höre ich nämlich auch manchmal rein. So, da gibt es super viel über Finanzen und gesunde Ernährung und was weiß ich nicht alles. Da lernt ihr tausendmal mehr als diese dann wahrscheinlich eher billig produzierten Videos von diesem Dennis. Kontinuierlich Follower und seine Stories und Bilder unterscheiden sich kaum von anderen 0815-Influencern. Aber wenn da steht, er ist Social Media Experte, dann wird er das auch irgendwie schon sein, oder? Auch seine Consulting-Firma, die er in seinem Text bewusst erwähnt hat, wurde 2021 begraben. Und zum Thema Rocket Agency, das er auch in dem Text erwähnt hat, finde ich so gut wie gar nichts. Außer einer Firma, die gar nichts gemacht hat und auch begraben wurde, und einer anderen Firma, die ihren Sitz auf Malta hat. Und da frage ich mich, was ich davon unseriöser finde. Aber naja, in Sachen Network Marketing ist er irgendwie 99%. Was auch immer. Die anderen Dinge waren vielleicht nicht so ganz erfolgreich, wenn man sie sich näher anschaut. Aber hey, der Typ ist Millionär. Zumindest behauptet er das von sich, und sein Instagram-Profil, also auch seine Fotos und sein Posen vor dem Privatjet schreien es raus. Und sein Versace-Hemd, also glaube ich. Womit aber wurde Dennis Millionär? Wie bereits erwähnt, gibt es eine ganze Folge zu ihm im Rahmen eines größeren Projekts in der ARD-Mediathek als auch auf YouTube zu finden. Und das Ganze ist wie eine Art Spielfilm. Er redet von seiner Kindheit, wo er herkommt, wie er angefangen hat und was ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Und vor allem, wie er zu seinem Reichtum gekommen ist. Meine erste Network-Marketing-Million habe ich bei der jetzigen Firma gemacht, bei Platinum World, bei PLC Ultima. Aber was genau ist das, PLC Network-Marketing? PLC Ultima ist im Kryptobereich unterwegs, sie haben eine eigene Kryptowährung. Bei der Firma bin ich mir zumindest sicher, dass ich dort ein super Zuhause für mich und mein Team gefunden habe, dass wir einen CEO haben, der es absolut ernst meint, und das hat mir auch einfach ein bisschen die Selbstsicherheit gegeben, wieder im Network-Marketing anzufangen. PLC Ultima ist ein Coin, eine Firma, von dem diverse YouTuber als auch Stiftung Warentest gewarnt haben. Jetzt kann man natürlich sagen, wir bewegen uns hier in der Krypto-Szene und da ist es immer gefährlich. Es besteht immer das Risiko, sein Geld zu verlieren. Aber das Thema rund um diesen Coin, diese Firma und diese Menschen ist doch recht interessant. Denn laut Stiftung Warentest wird bei PLC Ultima Alexander Reinhardt als Geschäftsführer aufgeführt. Auch Dennis scheint hier nicht unerheblich zu sein und wird neben Alex Reinhardt aufgeführt. Dieser ist besonders gerne in Telegram-Gruppen aktiv. Die nennt sich PLC Ultima Deutsch. Ich habe mich da mal ein bisschen reingemogelt und bekomme da auch seither regelmäßig Nachrichten eben, ne, weil da eben auch einiges los ist. Da ist er wieder. Wunderschönen guten Morgen, Alex hier. Es ist nur der letzte Tag. Da geht es dann um unterschiedliche Themen, aber oftmals eigentlich darum, dass man, ja, wie man eben unterstützt werden kann, Kumska, andere Leute anzuwerben. Und schwingt gerne Reden über ein Coin, Schon verteidiger, über Verdienste. Vielen Dank, gar nicht gesehen. Das sind 20% von 2%, 0,04. Das ist der Faktor der Verknappung, wo die Leute einfach zu 100.000 auscashen können. Und wir haben genug Zeit, um alles aufzubauen. Und nochmal. Nochmals 99% Wertverlust. Der Verdienst bei PLC Ultima bezieht sich unter anderem darauf, dass man eben andere Leute anwirbt, die dann das weiterverkaufen, dabei andere Leute anwerben. So generiert also das einfach Ganze ein Schneeballsystem. Passives Einkommen. Okay, Moment. Ich kann so viel verkaufen, wie ich will, und kriege jedes Mal Provisionen. Ja. Und das Ganze wird honoriert mit einem Bonus und einem Rangaufstieg. Das Ganze nennt sich Multilevel Marketing und teilt sich in bestimmte Ränge auf und passives Einkommen durch Mitbewerber, die, wie gesagt, andere Leute anwerben und so weiter und so fort. Und dann kommt eben dieses Multilevel-Marketing ins Spiel. Ja, seit irgendwie in Deutschland ist es verboten, ne? Bekommst du immer noch ein bisschen Provision. Und wenn der Partner von ihm wieder was verkauft, bekommst du immer noch ein kleines bisschen Provision. Das bedeutet, dass irgendwann einer vielleicht in China irgendwas verkauft und du kennst ihn gar nicht und kriegst trotzdem ein kleines bisschen Provision. Insbesondere der Teambonus ermöglicht es aktiven Mitgliedern des Partnerprogramms, durch die Einladung aktiver Benutzer in ihr Team langfristig von der geleisteten Arbeit zu profitieren und kann Hunderttausende Euro monatlichen Profits bedeuten. Die dritte Bonusart ist der Rangbonus, der für das Erreichen jeden neuen Ranges ausgezahlt wird und insgesamt bis zu 14 Millionen Euro erreichen kann. Das Ganze ist de facto kein Schneeballsystem, es ist kein Pyramidensystem, weil hier ein
Produkt im Vordergrund steht. Also auf dem Papier, rechtlich gesehen, ist es kein Schneeballsystem, wird aber von den Experten kritisch beobachtet und auch eingeordnet. Also die exorbitanten Gewinnversprechen finde ich sehr zweifelhaft. Im Firmenvideo wird ja von einem Rankbonus von 14 Millionen Euro gesprochen. Wo soll das Geld herkommen, wenn nicht aus einer pyramidenähnlichen Struktur? Sobald kein Verkauf mehr stattfindet nach außen oder das sehr schwer ist, wird ja nur Geld in dieser Pyramidenstruktur verdient. Und das bedeutet immer eine Verschiebung von unten nach oben. Alex Reinhardt ist eine sehr interessante Persönlichkeit in dieser ganzen Geschichte. Und zwar ist es nicht das erste Mal, dass er so ein Riesenprojekt hatte und dieser einen Wertverlust erlitten hat. Das Ganze gab es auch bei Platincoin, wo er Berichten zufolge auch involviert war. Auch hier seht ihr wieder Dennis Loos zusammen mit Alex Reinhardt. Und das System, ein Vertriebssystem, sehr, sehr ähnlich zu dem System von PLC Ultima. Platincoin hat einen total... Junge, läuft! Ja, ich habe mir auch Steinhoff-Aktien geholt für 1000 Euro, weil die waren insolvent, aber es gab irgendwie noch so eine kleine Hoffnung, dass sie sich retten, aber die habe ich jetzt verkauft. Ich hab die für 900 Euro gekauft und verkauft habe ich sie für 8 Euro. Wenn ihr noch andere Business-Tipps wollt, dann meldet euch auf jeden Fall. Totalverlust erlitten. Auch bei Swisscoin war Alexander Reinhardt Berichten zufolge involviert und wurde von Stiftung Warentest auf eine Warnliste gesetzt, weil dieser ein hohes Potenzial eines Totalverlusts hatte. Und ja, auch zu, ne? In einem Antwortschreiben gegenüber der Welt heißt es, dass... Ja, ich weiß nicht, das ist immer so das Ding mit diesen ganzen neuen Coins und so weiter, die kommen, mit den ganzen Coins und so weiter, die kommen es halt... Also meistens weiß es, gründet sich eine Firma, die bringt irgendeinen Coin raus, so, dann sagen die dir, hey, kauf ganz viel, ja, das sagen sie 1000 Leuten, dann kaufen ganz viele, das Ding geht hoch, die Gründer verkaufen den Coin einfach zu 10.000 oder so, zu 10.000-fach Ding, holen sich da dann ihre 2-3 Euro pro Coin raus und dann geht der einfach down und du bist egal, weil du hast dein Geld auf jeden Fall gemacht, du hast den Müll an irgendwen anderen verkauft. Dass Alex Reinhardt angeblich Swisscoin vorzeitig entlassen hat, weil das System angeblich nicht mit seinen eigenen Wertvorstellungen vereinbar gewesen ist. An dieser Stelle muss man erwähnen, dass Dennis Loos laut der ARD-Doku die aufgeführten Coins empfohlen hat und wie bereits aufgezeigt, er selbst bei PLC Ultima aktiv ist und dieses Unternehmen unter der Kategorie sonstige nicht empfehlenswerte Geldangebote aufgeführt ist bei Stiftung Warentest. Geil. Wenn ich jetzt so als Zuschauer mir das anschaue, ja, das ist aber ein Zufall, dass diese Klaus, das macht Sinn, in TSMC-Aktien zu kaufen. Bruder, ich gebe euch hier keine Tipps, in was ihr investieren sollt oder was nicht. Ich investiere sowieso nur in irgendwelche Aktien, die mir sehr viel Dividende geben. Alexander also. Reinhardt zufälligerweise da ist, wo die Sachen einen totalen Wertverlust erlitten haben. Dennis Loos ja zufälligerweise auch. Ich kenne auch viele Menschen, die auf die falsche Firma gesetzt haben und das Geld weg war. Das kommt immer wieder vor. Ich kenne aber auch noch mehr Menschen, die auf die richtige Firma setzen und trotzdem kein Geld verdienen, weil sie einfach nicht wollen. Das Problem ist ja bei solchen Sachen, dass eben sehr, sehr viele Leute auf ihrem Geld sitzen bleiben. Aber eben nicht die Leute, die im oberen Rang sich befinden. Und das ist immer nur so eine ganz kleine Prozentzahl. Und für die mag es dann lukrativ sein, deswegen können sie auch diesen Lifestyle, diesen Luxus nach außen hin vorleben, während die anderen, die eigentlich das meiste Geld reingesteckt haben, leer ausgehen. Und obwohl PLC Ultima, also die Firma, mit der Dennis Loos Network-Millionär wurde und er übrigens auch enorm involviert war, nochmals 99% Wertverlust. Sieht Dennis Loos das Ganze dennoch als eine gute Firma? Bei der Firma bin ich mir zumindest sicher, dass ich dort ein super Zuhause für mich und mein Team gefunden habe, dass wir einen CEO haben, der es absolut ernst meint. Und klar, jetzt kann man sagen, okay, die Doku ist ja schon ein bisschen her, aber das letzte Video, das er zu PLC Ultima hochgeladen hat, war vor 3 Monaten. Beziehungsweise wurde das von einem anderen Kanal hochgeladen und die Sitzung fand Ende Mai statt. Und es fällt einem immer schwer nachzuvollziehen, wobei geht es eigentlich in dieser Firma? Geht es hier um ein Coin oder geht es hier um das Anwerben von anderen? Denn laut einem Ausschnitt in der Welt muss man im hier gezeigten PLC Ultima Ausschnitt nicht mal Erfahrung im Kryptobereich haben. Ja, aber ja, Dennis super. Kriegt nicht genug und er möchte noch mehr Umsatz. Ziel für dieses Jahr erreicht, den habe ich mir schon für nächstes Jahr gesetzt. Und das hat 5 Milliarden Umsatz, 2,5 Millionen Teampartner und 100 Millionen Euro Nettovermögen ist quasi mein Ziel für 2023. Und obwohl es diverse Videos auf YouTube gibt zu Network. Weißt du, ich finde das generell immer so krass, weil, keine Ahnung, also ich glaube, in meiner Reichweite könnte ich auch locker sowas aufmachen, das wäre gar kein Problem, ich könnte genauso Videos drehen. Das wäre ja nicht mal schwer, das umzusetzen. Also ich glaube, selbst ich, der gar keinen Plan hat von Internetseiten erstellen und HTTP und sowas, würde das trotzdem hinkriegen. Aber bei mir ist immer so das Gewissen einfach, sage ich euch ganz ehrlich. Also ich könnte niemals mit einem ruhigen Gewissen so eine Seite aufmachen. Selbst wenn ich jetzt wüsste, ich würde damit, keine Ahnung, Julienko macht Werbung für mich und ich mache damit, keine Ahnung, sagen wir mal so 50.000 im Monat oder so.
Ich könnte das Real Talk einfach nicht machen, weil ich mir so schlecht aber dann vorkommen würde, irgendwie dann euch abzuziehen. So, ich weiß nicht, ich könnte das nicht machen. Oder wenn ich so eine Seite machen würde, dann würde ich wirklich versuchen, irgendwie das wenigstens vernünftig zu machen, in guter Qualität euch wirklich was mitzugeben, aber die Fachexpertise habe ich gar nicht, ja. Und das finde ich halt krass, weißt du, weil diesem Dennis ist halt alles so komplett egal, der zieht ja anscheinend Leute schon komplett ab, der weiß, glaube ich, selber, dass das, was er da gemacht hat, keine 15 Euro im Monat wert ist. So, und der hat so gar kein Gewissen, was es angeht. So auch mit diesem PLZ oder wie auch immer die Firma da ist, so der, ich könnte das alles gar nicht machen. Ich finde das so krass, dass Leute so gewissenslos sind, dass die wirklich sowas über alles andere stellen. Bei solchen Leuten hoffe ich wirklich, dass es einfach Gott gibt. So, weil versuch das mal vor Gott irgendwie zu rechtfertigen, wie du dann dein ganzes Leben lang Leute abgezogen hast. Viel Spaß in der Hölle, Bro. Marketing, zu der Masche dahinter, wie manche abgezockt werden, gibt es immer noch viele, viele Menschen, die darauf reinfallen. Wie kommt das? Man muss einfach denken, wenn die Hälfte mitzieht. Ja, es ist ja schon ein enormes Potenzial. Und viele Leute haben ja vielleicht Geld verloren und denken, jetzt will ich es aber zurückgewinnen. Dieses Mal wird es klappen. Was mich wiederum zu Julienko zurückbringt. Denn auf den ersten Blick scheint es recht harmlos. Okay, es ist eine Seite, sie kostet fast 15 Euro im Monat, es ist ein Abo-Modell. Und wenn ihr den Code von Julienko nutzt, dann ist es sogar für euch noch weniger. Und hey Leute, es ist ein Vorteil, ihr kriegt Finanztipps. Ich meine, so schlecht klingt das doch gar nicht. Also, mal abgesehen, dass diese Tipps jetzt nicht wirklich bahnbrechend sind. Aber sei einfach dankbar, du Mensch. Aber das Problem ist, hier wird einem Menschen eine Bühne geboten, der mir irgendwas von Gerichten unter 2 Euro erzählen will, während er irgendwelche Bilder aus dem Privatjet macht oder ein Goldsteak isst. Ja gut, okay, aber trotzdem kannst du ja trotzdem Geld, also Tipps geben, wie du Geld sparst. Das kann er sich ja trotzdem beigebracht haben. Ernsthaft? Ich meine, hier stellt sich immer noch die Frage, wie er zum Millionär wurde und vor allem, ob das Ganze denn wirklich so ganz legal war. Zumindest ist es mein Eindruck nach diesem Film. Und seine Consulting Firma ist auch sein Buch, würde ich da jetzt ehrlich gesagt nicht mit einbeziehen. Man könnte denken, okay, Julienko will hier nur ein paar nette Tipps geben und vielleicht weiß der auch gar nicht, dass es hier um Dennis Loos und so handelt. Und mir im Nachhinein aufgefallen ist, dass er sogar ein Gewinnspiel mit ihm veranstaltet. Naja, also ich sag mal ganz ehrlich, egal ob er das weiß oder nicht, es wäre ja noch schlimmer, wenn er das nicht weiß, weil dann würde er sich nicht mal damit befassen, was er bewirbt, ne? Entscheidet hat, also muss er ihn zwangsläufig irgendwie kennen. Jedoch ist die Seite laut Instagram relativ neu und haut dieselben 0815 Tipps raus, wie jeder andere Ich-mach-dich-reich-Coach. Ein Abo-Modell, welcher einem Tipps, die man kostenlos im Internet findet, verkauft und dadurch das richtige Sieger-Mindset schaffen will. Parallel dazu noch mit richtigen Kochtipps. Also, was ist das für eine Kombi? So jetzt mal ehrlich. Und das ist bahnbrechend? Das soll mein Leben verändern? Okay. Dabei labert Dennis einen voll mit der Walt Disney Lebensgeschichte und will damit implizieren, dass man es ja auch so weit bringen könnte. Es ist ein Punkt, der oft bei Ich-mach-dich-reich-Coaches genutzt wird. Und zwar wird eine berühmte und vor allem reiche Person genutzt und mit Zitaten unterlegt. Und das soll irgendwie motivierend sein. Also ich meine, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne... Aber ganz ehrlich, also die Leute, die sich davon dann beeindrucken lassen, wenn du irgendein beliebiges 0815-Zitat hast und das hat aber dieser erfolgreiche Typ gesagt... Also, wenn du dich davon beeinflussen lässt, Bro, dann... Poster von mir, hey. Ich bin jetzt nicht reich, aber ich... Ich hab Pflanzi und Pflanzinchen. Soll ich jetzt auch einen Kurs starten? Später. Also, Dennis Loos, der Bestseller-Autor, der eine Consulting-Firma hat oder hatte, der ein Social-Media-Experte ist. Das alles steckt dieser harmlos wirkenden Seite, die MoMA. Ihr wisst ja, dass ich mich mit dem Thema Finanzen sehr gerne auseinandersetze und dafür ist das eine wirklich sehr coole Seite. Kann man und sollte man vor allem so einer Person glauben und vor allem ihrer angeblich guten Finanztipps, vor allem mit dem Hintergrund, der uns vorliegt, und glaubt Julienko das eigentlich selber, was er da erzählt? Ja, es ist halt safe ein Kollege von dem einfach. Wie gesagt, also ich bin von Julienko auch generell von vielen großen Influencern doch einfach enttäuscht, für was für eine Scheiße die teilweise da Werbung machen. Weißt du, wenn das jetzt zum Beispiel jemand machen würde, keine Ahnung, sagen wir mal, Alpha Kevin macht sowas, ja? Jetzt so als Beispiel, weißt du, weil der ist jetzt ja nicht der Größte so. Und wenn jetzt Dennis loskommt und sagt, hey, du kriegst 50.000 Euro, mach mal Werbung dafür. Ja, das könnte ich verstehen, so, weil 50.000 Euro bei der Größe sau viel Geld ist. So, wenn du zu Julienko kommst und sagst, hey, du kriegst 100.000, natürlich ist 100.000 eine Menge Geld. So, aber Julienko hat wahrscheinlich auch 10 Millionen oder so auf dem Konto. Da musst du nicht für so eine Scheiße Geld machen, vor allem, wenn du 100 andere Angebote machst. So, und das verstehe ich einfach nicht, wirklich. Die Frage, was sagt diese Werbung über Julienko aus? Der Multimillionär, der mit seiner Ex-Frau eine Firma aufgebaut hat, einen YouTube-Kanal zwischen Spanien und Deutschland tourt, will mir erzählen, wie ich Geld sparen kann bei meinem Wocheneinkauf. Und das Ganze bewirbt er mit einer Webseite, die so billig aussieht, dass es fast schon ein Prank sein könnte. Und ich frage mich,
Was soll das? Dass er und seine Freundin in der Vergangenheit keine Skrupel gezeigt haben, das Fazit konnte ich schon für mich selbst ziehen. Und es gibt genügend Beispiele. Seine Freundin hat Werbung gemacht für Fake-Heilsteine, für Lotto. Er machte dubiose Gewinnspiele. Ist es nicht irgendwann genug? Ich meine, hat der Typ nicht genug Geld? Da fühle ich mich fast auch schon ein bisschen veralbert. Ja. Da fühle ich mich auch ein bisschen veräppelt. Ja, genau das, was ich gesagt habe. Exakt das. Vor allem, ihr könnt auch normale Playlists machen. Zurück zu den wichtigen Sachen im Leben. Schaut mal, diesen Hocker hier hat die Tanja einfach bestellt. Das ist exakt die gleiche Farbe. Oha. Nein. Oder? Was denn? Krass. Ja, sehr, sehr gutes Video. Sehr gut zusammengefasst, Digga. Ich will genau das gleiche Video eigentlich auch nochmal hochladen. Aber leider nicht. Naja.